Einen wunderschönen. Gestern noch bei Zobox, heute schon hier wieder in Köln. In Köln unterwegs, ja. Das ist Onkel Schoko. Kennt ihr vielleicht aus den Kommentaren von YouTube oder so? Zu ihm gleich noch ein bisschen mehr, aber du hast gesagt, hier in Gölle ist ein schöner See, ne? Oder wie? Ja, nicht ganz See, es ist eher ein Weiher. Wir haben gerade schon gesehen, hier in dem Tümpel sage ich schon, hier in dem kleinen Bach habe ich gerade schon Stichlinge rumflitzen sehen. Da seht ihr es, alles voll mit Stichlingen. Das scheinen sogar dreistachelige zu sein, weil die sehr, sehr klein sind. Ich hoffe, ihr erkennt sie. Schön an der Oberfläche, die kommen gerade hierher geschwommen. Jetzt kommen sie eigentlich direkt hier vorne dran. Ich versuche nur unter Wasser zu filmen. Ja, ich hatte leider die falsche Kamera dabei mit der Actioncam. Es sind solche Aufnahmen echt schwierig. Aber ja, man sieht es auf jeden Fall, da steht der kleine Schwarm. Ja, besser habe ich es leider nicht drauf bekommen. Da kommen sie jetzt quasi zum Ast gerade geschwommen. Da. Ah ja, da stehen sie. Ja, ja, da kommen sie jetzt. Boah, das sind echt viele. Ja, ich hoffe, ihr erkennt was. Also man sieht, wie gesagt, nicht sehr viel, aber gut zu wissen, dass da jede Menge Stichlinge drin sind. Also beim nächsten Mal Genehmigungen holen, Netz mitnehmen, Fotobecken mitnehmen und dann mal gucken, was das hier wirklich ist, falls man es jetzt auf den Aufnahmen nicht gesehen hat. Gut, jetzt sind wir im Gewässer hier angekommen. Schildkröten hast du gemeint, sind hier drin und eventuell auch Aquarienfische, ne? Jawohl, ich bin der Meinung auf jeden Fall, Aquarienfische hier drin entdeckt zu haben. Deswegen schon mal ganz cool, jetzt mit der Drohne gucken gehen zu können. Ja. Ich sag mal hier rein, oder? Ja. Ist doch relativ flach, das Wasser ist sehr klar. Ja, das müsste passen. Gut, dann packen wir mal die Drohne aus. Jo, wir sind dann erstmal reingefahren. Von oben sah das natürlich wieder ultra klar aus, aber irgendwie unter Wasser schon wieder komplett alles mit Trübstoffen und sehr, sehr viele Äste und sehr, sehr viele Gefahren, um sich da irgendwo festzufahren. Hat aber trotzdem ganz gut geklappt. Die ersten Fische haben wir dann auch eigentlich schon direkt vor die Linse bekommen. Die seht ihr jetzt hier. Das dürften, wenn mich nicht alles täuscht, entweder Rotfedern oder kleine Rotaugen oder sowas gewesen sein. Da schwimmen sie. Ja, ich denke mal, das ist schätzungsweise junge Rotfedern. Also hier jede Menge Seerosen sind da drin, was das Ganze natürlich auch nicht gerade einfach macht, da durchzufahren. Aber das kennt ihr ja schon von anderen Videos. Es ist halt echt sehr schade, dass wir so spät jetzt im Jahr dahin gekommen sind und vielleicht auch so wenig Fische am Start sind. Da sind wir jetzt wieder ein ganzer Schwarm. Ja, da müssen wir definitiv auf jeden Fall nochmal im Sommer nachschauen. Aber wir wollten ja eh schauen, ob dort eventuell Aquarienfische drin sind. Bis jetzt haben wir noch keine gesehen. Aber dafür hat Chris über Wasser schon was gesehen. Das seht ihr jetzt gleich mal hier. Da war nämlich dann schon die erste Schildkröte am Start. Da unten seht ihr sie. Ich mache mal einen Kreis drum. Die ist da vorne am Ufer aufgetaucht. Also es sollen angeblich sehr, sehr viele Schildkröten dort drin sein. Und was ich jetzt im Nachhinein gesehen habe, auf jeden Fall ausgesetzte Arten, ja, die sich da schön angesiedelt haben. Also es war nicht nur eines, es waren bestimmt 5, 6 oder 7 Stück. Ja, Chris hat die, wie gesagt, über Wasser einmal gefilmt. Ich habe es unter Wasser gerade nicht drauf bekommen, weil ich mit der Drohne ja, ziemlich weit in dem Weiher drin war. Aber eine schöne Überwasseraufnahme haben wir auf jeden Fall schon mal. Die Drohne seht ihr da im Hintergrund. Die kämpft gerade mit den Seerosen ein bisschen. So, also Schildkröten sind ja auf jeden Fall einige am Start. Wir haben jetzt schon, ich glaube, 3 Stück gesehen, ne? Ich hoffe, dass wir auf den Aufnahmen erkennen, was es für welche sind. Aber es scheinen auf jeden Fall ausgesetzt zu sein. Ja, unter Wasser ja, war es, wie ihr schon gesehen habt, mehr schlecht als recht. Ich habe dann erstmal in dem Seerosenfeld da festgehangen, habe dann aber noch für euch ein paar schöne Unterwasser-Landschaftsaufnahmen, nenne ich es einfach mal, gemacht. Die seht ihr jetzt hier mal. Also sieht echt ganz schön aus, so mit dem Hornkraut, das da lang wächst. Ja, sieht schön biotopmäßig aus, auch wenn es alles künstlich angelegt ist, aber gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn das Wasser jetzt noch klarer gewesen wäre und die Sonne richtig geschienen hätte, hätte man natürlich auch noch ein paar richtig schöne Aufnahmen hinbekommen. Aber so reicht es ja erstmal, um sich einen kleinen Überblick zu machen und sich auf jeden Fall das Gewässer mal zu merken fürs nächste Jahr. Und da vielleicht nächstes Jahr mal eine größere
Drohnenfahraktion zu machen, wenn die Fische auch wirklich aktiv sind, weil die Wassertemperatur war ungefähr bei 12, 13 Grad nur noch. Und man merkt halt, dass langsam Winter wird und dass die Fische sich auch langsam zurückziehen oder nicht mehr so aktiv sind. Aber von der Wasserlandschaft her hat es mir echt gefallen, sah richtig schön aus. Auch der Stein, der da hinten so nach oben raussteht, sieht irgendwie aus, als hätte es jemand, keine Ahnung, da unter Wasser hingebaut. Da sind jetzt noch ein paar Fische. Ich glaube, Moderlesen könnten auch dabei gewesen sein. Das ist eigentlich auch das optimale Gewässer für die. Aber ich glaube, im größten Teil waren das Rotfedern. Ja, da ist jetzt nochmal dieser Stein, der da drin steht. Ja, sieht nice aus. Aber fischmäßig, wie gerade schon erwähnt, leider sehr, sehr mau. Ich bin aber auf jeden Fall fest der Überzeugung, dass da wirklich viel Fisch drin ist normalerweise. Aber wir waren, wie gesagt, etwas zu spät im Jahr dort. Auch hier nochmal schön. Also gefällt mir richtig, richtig gut, wie es da unter Wasser aussieht. Und wenn es komplett klar ist, da kriegen wir auf jeden Fall richtig Bombenaufnahmen hin. Da war, glaube ich, gerade ein Stichling unten. Ja. Ja, wir haben dann auf jeden Fall da abgebrochen und sind dann an die nächste Stelle gelaufen. So ein Stückchen um den See rum. Das zeige ich euch jetzt mal. So, hier seht ihr jetzt nochmal den Spot über Wasser. Also hat auf jeden Fall Potenzial, um dann nächstes Jahr im Sommer gut was vor die Linse zu bekommen. Schön im Wald, schön bewachsen, ist ein Top-Spot. Ja, wir sind dann ein Stück weiter gelaufen. Da seht ihr, ist es schon wieder ein bisschen gefährlicher gewesen, weil da ziemlich viele Äste auch wieder im Wasser drin gegangen haben. Aber wir haben es natürlich trotzdem probiert und sind da reingefahren. Dort war das Wasser leider noch ein bisschen drüber als an der ersten Stelle, was echt sehr, sehr schade war. Aber es liegt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass da jetzt jede Menge Laub und alles schon ins Gewässer reinfällt und durch Huminstoffe das halt alles ein bisschen drüber wird. Da wieder die Fische, sind auch bestimmt wieder Rotfedern gewesen. Sicht ist ungefähr ja, 50 cm maximal. Aber dann haben wir die nächste Schildkröte gesehen, da oben schwimmt sie. Und die war so interessiert an der Kamera und auch so überhaupt nicht scheu, dass wir da echt ein paar schöne Aufnahmen hinbekommen haben. Die schneide ich jetzt mal ganz kurz zusammen, die seht ihr jetzt hier. Die Schildkröte haben wir dann nicht wirklich was gesehen, was aber auf jeden Fall auch schon interessant war. Die ist echt die ganze Zeit schön um die Drohne rumgeschwommen und ja, hat sich mit der Drohne anfreunden wollen. Gut, wir sind dann noch mal ein kleines Stück weitergelaufen. Ja, also wir fahren jetzt noch mal, also wir gehen eigentlich eine Runde um den kompletten See mal rum. Schildkröte habt ihr ja gerade gesehen, also definitiv ausgesetzte Art, aber dass die so interessiert an der Drohne war, schon merkwürdig. Oh, cool. Ja, für Fische sind wir wahrscheinlich ein bisschen zu spät jetzt im Jahr. Ja, ich weiß, du hast mir schon von ihm Bescheid gesagt. Aber hier werden wir definitiv nochmal herkommen im Sommer nächstes Jahr. Aber wir hatten heute Nacht irgendwie 5 Grad oder sowas und das ist schon definitiv zu kalt gewesen. Ja, jetzt schauen wir nochmal hier rein. Wobei, hier ist echt gefährlich. Hier ist alles voll mit Ästen. Hier kommen wir nicht rein. Aber du kannst doch fahren, oder? Ja, aber wenn ich mich mit dem Ding da drum wickele, mit der Schnur, dann haben wir ein Problem. Hier ist schon ein bisschen besser. Ja, aber hier können wir einmal reinfahren. Gut, hier geht jetzt im Unterwasser. Ja, dort war das Wasser gefühlt noch ein Stückchen drüber, als ich schon im Rest des ganzen Biotops dort oder des ganzen Weihers. Da war die Sicht eigentlich so gut wie null. Da war ein großer Fisch. Keine Ahnung, ich zeige es schon mal in Zeitlupe. Leider war der zu weit weg, um zu gucken, was es genau ist. Aber es sind auf jeden Fall auch große Fische am Start.
Aber ansonsten erkennt man relativ wenig, beziehungsweise eigentlich so gut wie gar nichts. Der große, das war jetzt gerade noch ein Highlight von dort. Aber an der Stelle, wie ihr ja seht, ist das Wasser sehr, sehr trüb gewesen. Und da hat es nicht wirklich noch mehr Sinn gemacht, dort weiter zu filmen. Ja, ich ärgere mich gerade echt ein bisschen, dass wir so spät dahin gefahren sind. Hier unter Wasser sieht halt echt schön aus dort. Ja. Aber, naja, wir waren definitiv nicht das letzte Mal dort. Wir haben dann da abgebrochen und ja, hier seht ihr nochmal die Uferbefestigung von dem Weiher dort. Ja, aber das war's dann auch. Ja, unter Wasser haben wir jetzt nicht wirklich viel an Fischen gesehen, ne? Leider nicht. Ja, wir sind wie gesagt ein bisschen zu spät wahrscheinlich. Aber Schildkröten haben wir gesehen. Definitiv auch invasive Arten, ausgesetzte Arten. Und dann werden wir auf jeden Fall hier nochmal im Sommer herkommen. Und ja, diesmal ein bisschen früher, ja. Würde mich freuen, sorry, auf jeden Fall. Schaut auch unbedingt mal bei ihm vorbei. Du machst TikTok, ne? Und ja, genau. Instagram? Und ja, Instagram nicht. Eigentlich nur Facebook und TikTok. Okay. Onkel Chokos Aquaristik. Die meisten kennen mich vielleicht schon. Ja. Schaut mal vorbei. Und sehr gerne. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Und tschüss. Ciao.